Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zur Aufgabe 105 beim Spectrum Retreat. Das letzte Mal habe ich mich ja wirklich doof angestellt. Und ich hab's herausgefunden und bin trotzdem gestorben. Echt doof. Aber nun geht's weiter hier in der Aufgabe 5. Die gleich schon mal recht kompliziert aussieht. Warte, das machen wir neu. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat und der Aufgabe 105. Das letzte Mal habe ich mich ja etwas sehr doof angestellt. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass man die Farben auf Sichtweise wechseln kann. Aber ich habe es ja dann doch noch geschafft. Und nun geht's weiter. Okay, wir brauchen hier einmal Rot, um hier durchzukommen. Dann müssten wir wahrscheinlich einen von diesen Blöcken hier rot einfärben. Schätze mal diesen dort hinten. Dann kann man hier durch diesen Weiß, dann dort durch. Nee. Egal, können wir nicht. Wir müssen wohl hier herunter. Bevor wir dort entlang gehen, würde ich sagen, gehen wir hier entlang. You have one new message. Hi, guess he's been a Mr. Forgetful Pants and left his coat in your car. Well, at least he takes after you. I know you rushed off your feet, but I'm back to back with meetings, so if you could drop his coat off at school, that would be amazing. Love you, bye. Okay, scheint wohl irgendwie ein Erinnerungsfragment zu sein. Es ist 12.15 Uhr oder 6, doch 12.15 Uhr. Rot und Weiß beißt sich, also können wir hier rüber. Ist das schlau, hier zuerst runter zu gehen als auf der anderen Seite? Ah, jetzt haben wir einmal Rot. Warte. Dann müsste das so funktionieren. Hier müssen wir auch Rot einfärben. Ah, deshalb kann man das auch von dieser Seite aus machen. Okay. Hier entlang. Okay, hier kommt man bloß zurück. Okay, doof. Irgendwie. Das heißt, dann müssen wir wohl zweimal dieselbe Farbe hier holen. Oder auch nicht, dass irgendwie anders aussieht. Eine Zeichnung. Weiß, weiß, weiß. Rot, rot, rot. Ach du Scheiße. Einmal rot. Diesen hier müssen wir weiß einfärben. Und den dritten auch. Weiß.
Oh no, hier brauchen wir Root. Okay, weiß. Root. Weiß. Oh no. Weiß. Root. Weiß. Root. 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 Weiß. Root. Weiß. Diesen roten nehmen wir mit. Und dann sollten wir diese Aufgabe hier gelöst haben. Indem wir diesen Rot einfärben. Hier Rot nehmen, Weiß nehmen, Rot nehmen und geschafft. Nice. Innerhalb von 5 Minuten. War ja besser als das letzte Mal. 105 abgeschlossen. Zweite Etage, Zugriff gewährt. Waterfall. Okay, dann sind wir jetzt wieder im Retreat. Welcome back. And based on what I can see here, well done. Me, you'd be alright in there. Right now, everything's powered down until the next cycle. The only way to reset it is to return to your quarters, your room and sleep. This place is built around you. I can't say any more until you see it for yourself, but we will get you out of here. Whatever it takes. Get some rest. We'll speak tomorrow. Gut. Danke. Wie hieß sie nochmal? Cole? Chloe? Irgendwas mit C. Ins Bett gehen. Und der nächste Morgen bricht an. Ah, Cooper, sorry. We're still connected. That's a good sign. From here on, if we're going to make any progress, it's important not to break any patterns, to not draw attention. Oh no, act natural. Oh no, die Tür wieder. Mai, der 20. Ah, good morning. I hope you had a restful sleep, and I do apologize for the disturbance. Hopefully you recall requesting this wake-up call. And while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. No, wir sind hier wirklich gefangen in der Zeitschleife. Passiert jetzt wirklich jeden Tag ein und dasselbe. Jeden einzelnen Tag. I think you got away with that one. Head down to the restaurant as before. We have to get this cycle started before we try to subvert it. Sorry, that was overly technical. The hotel runs to a specific timetable based on fulfilling your basic physical needs. In the morning you have to feed, at night you have to rest. Until you do these things, the hotel sort of stops and waits until you complete these actions, even if they seem a bit, well, arbitrary. It's just how this place was built. Is your room on another floor? I did not realize. Either way, the elevator isn't working right now. But I'll get it up and running. I always do. Okay, wenigstens hat er eine neue Line auf der Zunge und sagt nicht das gleiche wie letztes Mal. Da sind wir wieder bei unserem Raum.
Hat sich das Bild geändert? Passt irgendwie so gar nicht hier hinein. Ein Kind. Die Bilder haben sich geändert. Die passen hier nicht rein. Ich gehe gleich ins Restaurant. Zuerst möchte ich hier schauen, ob wir was machen können. Können wir aber nicht. Also gehen wir ins Restaurant. Und essen mal wieder was zu morgen. Sorry, sag mal so. Auf Schweizerdeutsch. Ich meine natürlich, wir frühstücken etwas. Hoffentlich nicht das gleiche. Aber ich denke mal, es ist das gleiche. Und es stehen auch wieder die drei gleichen Leute hier. Oder beziehungsweise vier mit dem Rezeptionist. Now there's someone who knows how good our famous breakfasts are. Sorry to report the weather has taken a turn for the worst, but don't let that spoil your appetite. Please, make yourself comfortable in the restaurant. Okay, werde ich machen. Vielen Dank. Zum erneuten Mal. I hear breakfast is especially good this morning. Ach, nur diesen Morgen, okay. Wir können es ja versuchen. Geht leider nicht, ne? A very good morning. Vielen Dank, deiner auch. Morning. Hope you enjoy your stay. Ja, doch, doch. Ist das eine neue Notiz? Eintrag 1, Cameron, Erlebnisdesigner. Sorry. No. Ist kein neuer Eintrag. Das Buch war schon offen, doch, genau. Okay, dann gehen wir mal frühstücken. Ist interessant, wie mir das Spiel die ganze Zeit eine Gänsehaut beschert. Good morning. Your reserved table is ready when you are. And please mind your step. Seems that Mr. Crow left in something of a hurry. Ach, dieser Mr. Crow. Ist das Crow mit der Bärenmaske? Nach 3 Monaten mache ich langsam aber sicher Fortschritt. Haben wir schon gesehen. Na dann. Ach nein. Schon wieder. Mr. Crow. Es geht nur in deinem Kopf. Lecker Frühstück. Hello there. This is Nurse Armstrong from St. Luke's School. Again, I have to tell you that poor little Robin has had a terrible fever since arriving this morning. It'd be best if someone could collect him. He should be at home. I hope everything is to your liking. You should get going. I don't know how long you'll have access to floor 2. That's if you have access to floor 2. I am. Oh, damn it. I have to go get to the elevator. Ich werde dann mal gehen. Vielen Dank fürs Essen. Wie so auch immer du hier hinkamst und die Zeit nicht nach vorne gesprungen ist. In dieser Zeitschleife ist wohl schon etwas anders. Just say you're not the only one keeping up appearances. Sie steht immer noch dort. Ich schätze mal, dass im Lautsprecher ging gerade um unser Kind. Wenn wir ein Kind haben.
Gehen wir mal in die zweite Etage. Und schauen uns an, ob sich noch was anderes geändert hat. Hello there. Please, if there's anything you need, speak to either myself or any of the hotel's staff. Wie wär's mit dem Schlüssel für den Ausgang? Würde ich begrüßen. I can't stay on the line. Get to the elevator quickly. Ja, sorry, Cooper. Ich bin ja auf dem Weg. Elevator. Zweiter Stock. Das Spiel hat eine Atmosphäre an sich. The more I have to ask, the more I'm risking. Elevator, go. Ja, ich bin auf dem Weg. Die mir etwas Angst macht. Right, now for the moment of truth. See if you can access floor 2. Hoffentlich. Floor 2. Ich glaube, wir müssen bis ganz zum Dach hinaufkommen. Yes. Nice. Good, good. The credentials are surviving the daily reset, and so far, it seems you are too. I've got a shot at pulling this off. Getting you out of this bloody place. There should be another access point up here. Okay, und damit sind wir im zweiten Stock angekommen. Ich sehe schon mal ein flimmendes Sofa. Aber besser gesagt Sessel. Finde ich etwas komisch. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge an, was uns im zweiten Stock erwartet. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Spectrum Retreat. Diesen Namen kann ich mir nicht merken. Bis dann. Ciao.